Bei Cascadia geht es darum, dass wir zum einen Landschaften bauen, jeder für sich, und zum anderen aber auch diese Landschaften mit Tieren besiedeln. Und wir haben zum einen also diese Tiergruppen, die wir möglichst geschickt positionieren wollen, und zum anderen die verschiedenen Landschaften, die möglichst groß werden sollen. Es gibt immer zwei Sachen, die man nehmen muss. Das ist einmal ein Landschaftsplättchen und ein Tierplättchen, ein Tierchip aus Holz. Und beides muss man dann auf sein Tableau, in seine Landschaft reinpuzzeln. Man versucht einmal die Landschaft zu erweitern, aber gleichzeitig auch immer noch ein Tier oben drauf zu setzen, also auch ein Tier anzusiedeln. Man könnte sagen, Cascadia ist so ein kleines Puzzle-Knobelspiel, weil man eben zum einen möglichst für sich die beste Kombination aus Landschaft und Tier erstmal nehmen möchte und dann auch die möglichst passend einpuzzeln will. Und das ist gar nicht so einfach, also weil gerade die Tiere, da ist in jeder Partie, haben die ein anderes Ziel. Also Bären, was weiß man ja, die möchten nur paarweise in dieser Landschaft rumlaufen. Und wenn die irgendjemand anders treffen, ein anderes Paar, dann gibt es sofort null Punkte. Aber wenn ich die paarweise ansiedel, da gibt es richtig schön Punkte. Und dann wieder ein bisschen Abstand, das nächste Pärchen. Die Bussarde zum Beispiel sind totale Einzelgänger. Die müssen alle auf Abstand sein. Also wenn sie irgendwo einen Bussard berührt, dann gibt es scheinbar Ärger, deswegen null Punkte. Aber wenn ich die auf Abstand setze, möglichst viele Bussarde so über meine Landschaft, dann gibt es ordentlich Punkte. Was besonders ist an Cascadia ist, dass wir für die Tierarten zum Beispiel nicht immer die gleichen Ziele haben. Das heißt, wir haben von Partie zu Partie unterschiedliche Ziele, wie die angeordnet werden möchten. Und das macht es jede Partie wieder neu spannend. Also man kann nicht immer jede Partie gleich spielen, weil man ja andere Ziele hat. Und plötzlich wollen die Bären in der etwas komplizierteren, aber so schwierig ist es auch nicht, Variante nicht mehr paarweise da sein, sondern zu dritt. Sie haben einfach eine Mutter mit zwei Kindern und da muss man eben gucken, dass man Drillinge da ansiedelt. Bei mir war es so, als ich zum allerersten Mal Cascadia gespielt habe, ich habe von dem Spiel nichts erwartet, aber es hat mich sofort in den Bann gezogen. Also es war wirklich vom ersten Moment an, dass ich gesagt habe, boah, das ist ein tolles Spiel, es macht eigentlich alles richtig, es hat diese Zweischichtigkeit, es spielt sich flott, es hat unterschiedliche Ziele und das ist wirklich was ich ganz selten bei Spielen habe. Cascadia ist ein Spiel, da bin ich immer wieder überrascht, wer das nachfragt. Wenn ich frage, spielst du noch mal eine Runde Cascadia mit mir? Also Jugendliche, Familien, das sind ältere Menschen, aber auch, also jeder, der das einmal gespielt hat, der will es einfach noch mal wieder spielen, spätestens beim nächsten Mal. Oder manche sagen die Leute, ich will sofort noch eine Partie spielen, weil so lange dauert sie auch gar nicht. Bei Cascadia stimmt einfach das Gesamtpaket. Wir haben die Mischung aus einem Spiel, wo man knobeln muss, wo aber auch Emotionen aufkommen, wo man sich gegenseitig auch ein bisschen ärgert im Sinne von, man nimmt sich aus der Mitte was weg. Es hat tolles Material, es hat eine sehr angenehme Spieldauer von 30 bis 60 Minuten und es ist sehr einstiegsfreundlich.